Moin und herzlich willkommen zum Astro Talk. Heute am Donnerstag, den 30. Dezember 2021. Ja, ich mache heute Pause von der Pause zwischen den Jahren, um euch die aktuellen Konstellationen und auch den Januar 2022 näher zu bringen. Ich habe bereits vor einigen Tagen über das Jahr 2022 gesprochen, einen ersten Ausblick gegeben. Das Video verlinke ich hier in den Shownotes, also unterhalb des Videos. Und ich habe auch vor ein paar Tagen ein zweites Gespräch mit Julia gehabt vom Podcast. Podcast Sagenhaft und Sonderbar. Da geht es um Karma, um karmische Astrologie, um Buddha, um Sternzeichen. Das verlinke ich auch hier, wer Lust hat, da mal reinzuschauen. Über eine Stunde das Gespräch, wo auch mein neues Buch vorgestellt wird oder mein letztes Buch vorgestellt wird. Ja, genau. Also, fangen wir an. Und zwar mit dem Horoskop für Neujahr 2022. Wir sind ja jetzt zwischen den Jahren und die meine Videos ja schon länger oder öfter verfolgen, die wissen ja, dass ich meine oder meine Meinung es ist, meine Anschauung es ist, dass das neue Jahr mit dem Eintritt der Sonne in Steinbock zur Wintersonnenwende begonnen hat am 21. Dezember. Weil von dort an die Umkehrung des Lichts ist, die längste Nacht ist erreicht, das Licht steigt wieder an, die Lichtkraft wächst wieder an, der perfekte Zeitpunkt, das neue Jahr zu beginnen. Leider weichen eben das energetische Jahr oder das natürliche Jahr und der Kalender von uns Menschen gemacht voneinander ab, sodass eben das neue Jahr datumsmäßig und offiziell erst 10 Tage danach, also logischerweise am 1. Januar, beginnt. Und daher habe ich im Jahreshoroskop das Wintersonnenhoroskop besprochen, was ich für aussagekräftiger halte. Nichtsdestotrotz hier ein Blick in den 1. Januar, in das Horoskop vom 1. Januar auf Berlin berechnet. Und da sind eben auch die Konstellationen schon drin enthalten, die im Dezember und auch im Januar eben für uns sehr, sehr wichtig sind. Da ist zum einen eben das Quadrat hier von Saturn und Uranus, das uns das ganze Jahr 2021 begleitet hat. Was sicherlich symbolisch steht für die ganzen Zerwürfnisse, Spaltungen, für all diese unterschiedlichen Themen, aber auch für dieses einerseits Saturn zurück ins alte Klammern an Sicherheiten und Uranus eben das neue, ein neuer Horizont, der sich auftut, Innovationen, technische Veränderungen, die auf uns zukommen werden. Dieses Saturn-Uranus-Quadrat steht beileibe nicht nur für die Corona-Geschichte, aber auch für die Auswirkungen daraus. Und dieses Quadrat, war am 24. Dezember das letzte Mal wirklich hundertprozentig exakt. Der vorläufige Saturn ist rausgelaufen, hat sich an den Uranus angenähert. Beide werden aber über das Jahr 2022 noch im Gradbereich bleiben. Das Thema bleibt uns erhalten und im Oktober nächsten Jahres kommen die beiden noch mal eng zusammen, bis dann dieser Aspekt sich völlig auflöst. Dann haben wir den Jupiter. Jupiter ist ja am 29. gestern vom Zeichen Wassermann, jetzt das zweite Mal, aber jetzt so endgültig ins Zeichen Fische eingetreten. Er wird im Jahr 2022 aber bereits schon im Mai oder Juni in den Widder weiterziehen. Und es kommt hier im April zur Vereinigung von Jupiter und Neptun in den Fischen, was natürlich einerseits eine große Glückskonstellation ist, weil mit Jupiter in den Fischen eben Religion, Glaube, Spiritualität, Meditation, der Weg nach innen leichtgängiger sein wird, einfacher, viele Türen werden da für uns aufstehen. Andererseits aber natürlich Jupiter auch immer für viel steht, im Fischen natürlich Überschwemmung, Regen, aber auch Verseuchung, gerade in Verbindung mit Neptun. So glaube ich erst, dass wir wirklich diesen Ausweg oder das sage ich mal, vorläufige Ende von Corona, wo erst im April sehen werden, wenn Jupiter über Neptun rübergelaufen ist.
Und auch wenn uns das ähnlich wie eine Grippe noch weiter begleiten wird, glaube ich nicht, dass es nochmal dann schlimmer wird. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, dann haben wir hier im Neujahrshoroskop eben auch hier diese Verbindung von Venus, Pluto und Merkur. Wer sich ein bisschen auch für Finanzen, für den Kapitalmarkt, für den Aktienmarkt interessiert, der hat ja schon gesehen, dass wir im Dezember einiges hin und her hatten. Große Unsicherheit und große Ängste sind nicht nur unter den Menschen zu finden, sondern auch unter den Anlegern. Und das liegt zum Teil auch daran, dass Venus, der Planet der Werte und der Beziehung, dass Venus halt im Steinbock rückläufig ist, noch bis zum 29. Januar. Am 29. Januar, werde ich am Ende des Videos nochmal ansprechen, wird Venus wieder direktläufig werden. In ihrer rückläufigen Bewegung entfernt sie sich jetzt vom Pluto, trifft aber den dann nochmal wieder, wenn sie wieder vorläufig ist, für eine kurze Stippvisite. Ähnlich Merkur, der Sonnenbegleiter, Merkur hier auch über Pluto gelaufen in den letzten Tagen. Merkur macht sich auf den Weg, den Steinbock zu verlassen. Merkur wird am 2. Januar in den Wassermann wechseln, sodass wir am 2. Januar Merkur-Zeichenwechseltag haben. Das erste Wochenende im Januar sicherlich nicht ganz klar. Vielleicht sollten wir uns nicht zu viel vornehmen, sondern erstmal die Entwicklung in den ersten Tagen oder in den ersten 2 Wochen des Januar abwarten, um vielleicht wieder zu investieren, unsere Finanzen zu ordnen oder eben auch Pläne für die Zukunft zu schmieden. Merkur wird dann bereits im Januar, also am 14. Januar, das erste Mal 2022 rückläufig. Wir haben dann also 2 Wochen im Januar, also die zweite Hälfte des Januars, haben wir dann Venus und Merkur rückläufig. Das ist sicherlich eher so eine nach zurück, nach hinten gerichtete Tendenz, wo es darum geht, die Ereignisse so der letzten Wochen und Monate Revue passieren zu lassen, Bilanz zu ziehen, vielleicht auch mögliche Fehler, die wir und andere gemacht haben, zu erkennen, um diese dann auch möglicherweise zu korrigieren. Genau. Merkur wird dann innerhalb seiner Rückläufigkeit am 26. Januar aus dem Wassermann wieder zurück in den Steinbock gehen. Und wird dann am 29. Januar, dem Tag, wo Venus wieder vorläufig wird, rückläufig in Konjunktion mit Pluto stehen. Und Merkur wird dann im Februar, ich habe es hier irgendwo, genau, er wird am 4. Februar, wird er dann wieder vorläufig werden und dann natürlich nochmal über Pluto gehen. Also diese Verbindung von Merkur und Venus mit Pluto. Also die Pluto-Themen bleiben auch im Januar im Fokus. Das sind Schattenthemen natürlich, aber das ist auch die Möglichkeit, alte Programmierung zu ändern, vor allem Glaubensvorstellungen. Wir glauben, dass etwas so ist, wie es ist und halten das dann für Wirklichkeit und das bestimmt unser Leben. Und oftmals sind diese Glaubenssätze aber gar nicht mehr real oder realistisch für uns und wir hängen nur aus, weil wir immer schon dran hingen, da dran. Und in dieser Phase können wir viele von diesen Glaubensvorstellungen, auch was Selbstwert, Beziehung und so weiter anbelangt, überprüfen und auch verändern. Soweit. Ja, sonst hat das Neujahrshoroskop, genau, natürlich die Sonne im Steinbock, das ist klar. Die Sonne hier im Quadrat zu Chiron. Und im Trigon zu Uranus, was um die Jahreswende ist, Sonne Quadrat Chiron eben auch sich ähnlich wie ich es eben schon sagte, nochmal den erlittenen Verletzungen zu stellen. Gerade wenn wir die Rückschau auf das Jahr halten, ne, wo sind Verletzungen entstanden, wo habe ich aktiv andere verletzt, ne, und was kann ich tun, um das zu reintegrieren, zu heilen und gleichermaßen im Verbund mit Uranus auch die Möglichkeit, hier wirklich neue Schritte zu gehen, die mich dann auch aus Altem befreien und lösen können. Ja, sonst am Neujahrstag, also zum Neujahr hin, Mond und Mars im Schützen. Mond im Schützen ist ja auch so dieser Glaube an eine, im Positiven gesehen, so dieser Glaube, dieses Gefühl an eine bessere Zukunft. Und da wir ja mit unseren Gedanken unsere Gegenwart und Zukunft in weit größerem Maßstabe beeinflussen, als uns das gemeinhin bewusst ist,
sollten wir tatsächlich ganz bewusst unsere Gedanken aufs Positive lenken, uns etwas ausdenken, wie unser und das Leben unserer Nächsten und unserer Gesellschaft sich vielleicht verbessern könnte in der nächsten Zeit, utopische Gedanken, hier wirklich mal positiv auch nach vorne zu schauen. Und hier zu neuer, vielleicht sollte man da mit Mond und Mars im Schützen auch durchaus sich bewegen, egal wie das Wetter ist. Also mal rausgehen, spazieren gehen, alles durchpusten lassen. So, damit verlasse ich jetzt hier das Neujahrshoroskop und wechsle auf das aktuelle Horoskop. Und dann gehen wir sozusagen gleich, wie wir das kennen, durch den Tierkreis gemein, also durch den Monat gemeinsam Tag für Tag. Ach, das ist der falsche. Ich gehe dann schon mal vor zum 1. Januar, denn am 2. Januar, das Jahr fängt dann gleich mit dem Neumond an. Das ist der Vollmond. Das ist Neujahr. Neumond Februar, Neumond Januar wollen wir natürlich haben. So, hier ist der Neumond vom Januar, vom 2. Januar, dem Sonntagabend, 19:33 Uhr ist es exakt. Sonne und Mond kommen hier im Steinbock zusammen. Das neue Jahr beginnt dann also auch gleich mit einem neuen Sonne-Mond-Zyklus. Ne, denn immer der Neumond ist ja der Beginn des 29 Tage dauernden Sonne-Mond-Zyklus. Im Steinbock sind natürlich all diese Themen enthalten, die ich eben schon genannt hatte beim Neujahrshoroskop, ist ja nur 1,5 Tage entfernt. Sonne und Mond hier im Quadrat zu Chiron. Ne, die Merkur ist auf dem Weg in den Wassermann. Venus rückläufig entfernt sich von Pluto etc., was ich alles besprochen hatte. Der Neumond im Steinbock legt nochmal den ganz klaren Fokus auf die Verantwortung, auf die Selbstverantwortung. Wir haben zwar nicht unbedingt Verantwortung für all das, was auf der Erde passiert, in gewisser Weise Mitverantwortung natürlich, aber wir haben vor allem Verantwortung für uns selbst, wie wir handeln, wie wir sprechen, wie wir kommunizieren, wie wir denken. Und mit dieser Verantwortlichkeit steuern wir auch durch das Karma, was wir erzeugen, unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben, füttern unseren Schmerzkörper oder eben unseren Glückskörper. Und im Steinbock gilt es auch, sich auf das Wesentliche zu besinnen und mal die ganz großen Fragen zu stellen. Wer bin ich eigentlich? Wie realistisch ist eigentlich mein Glaube an Persönlichkeit und Ego? Was möchte ich eigentlich auf dieser Erde hinterlassen? Wie möchte ich eigentlich mit mir und anderen umgehen? Das sind alles so weltanschauliche Tugendfragen im Zeichen Steinbock. Genau, am 2. Januar gleich. Ne? Also hier sehen wir schon so eine Art Neubeginn. So, dann in den Tagen da drauf passiert eigentlich astrologisch relativ wenig. Klar, am 2. Januar dann der Wechsel vom Merkur in den Wassermann, wo er ja, wie ich bereits sagte, rückläufig wird. Merkur im Wassermann, das Denken wird mehr auf die Zukunft gerichtet, fortschrittlicher, mehr auf Freiheit ausgerichtet, auf jeden Fall. Also die Menschen, die sich sehr dafür einsetzen, die werden sich vielleicht in der Zeit jetzt dann noch stärker dafür einsetzen. Ich möchte nur immer daran erinnern, dass das, was wir in die Welt hinaussenden, auf uns zurückkommt. Also selbst wenn man sich noch so sehr im Recht fühlt, ist sicherlich Gewalt und Unterdrückung anderer kein probates Mittel. Dann rückt die Sonne im Steinbock in den darauffolgenden Tagen weiter vor, bis sie dann am 9. Januar die Venus trifft, Sonne-Venus-Konjunktion, immer ungefähr einmal im Jahr, circa gibt es die, immer ein schöner Tag, wo es eben trotz der rückläufigen Venus, wo wir unsere Beziehung, aber auch unseren Wert, unsere Werte, unseren Selbstwert vertiefen und vertiefen können und Licht darauf werfen können. Und die Sonne hier im Sextil zu Neptun, dieser Aspekt ist dann 2 Tage später, am 11. exakt, also hier in diesen Dezember, in diesen Januartagen auch eine sehr gute spirituelle und künstlerische und soziale Ausrichtung möglich. Da rein spielt auch der Mars, der hier im Schützen ins Quadrat zu Neptun geht und in die Opposition zu Lilith. Da kann es nochmal sicherlich Auseinandersetzungen zwischen weiblich und männlich geben, vielleicht auch
die Position beider in der Gesellschaft, Diskussion um noch mehr Gleichberechtigung sicherlich, aber vor allem Mars-Neptun. Tage da zwischen dem 9. und 12. in dieser Anfangs-, Mitte-Januar-Zeit, wo die Energie mehr nach innen wieder gerichtet ist, wo wir mit Mars-Neptun sonst gut gegen Windmühlen kämpfen können, aber viel erreichen können, wenn wir diese Energie nach innen nehmen, in die Meditation, in die Innenschau. Das wird dann noch dadurch sozusagen verstärkt, dass eben, wie ich schon sagte, Merkur am 14. Januar im Wassermann rückläufig wird für die kommenden 3 Wochen und am 4. Februar wieder direktläufig wird. Also in der Zeit jetzt Merkur und Venus rückläufig. Inzwischen ist die Sonne dann auch weiter vorgerückt im Steinbock und trifft dann am 16. Januar Pluto. Im Steinbock, Pluto direktläufig noch im 27. Grad des Steinbocks. Er wird im nächsten Jahr schon mal sehr stark an der Grenze zum Wassermann stehen. Sein Übergang vom Steinbock in den Wassermann, also in eine neue Epoche, eine neue energetische Epoche schon mal vorbereiten. Wir sind, wie gesagt, weiterhin in einer Übergangszeit. Auch 2022 wird so wie 2020 und 2021 ein Jahr des Übergangs sein. Bevor wir dann in den darauffolgenden Jahren in eine ganz neue, die Luftepoche wird hier von anderen Astrologen genannt, eine ganz neue Epoche eintreten, mit einer ganz anderen Ausrichtung und ganz anderen, möglicherweise auch sehr viel harmonischeren Konstellationen. Ja, und dann 2 Tage später ist dann bereits Sonne Pluto natürlich, um das nochmal zu sagen, ist natürlich ein Aspekt, wo Licht ins Dunkel geworfen wird. Nochmal ein Blick auf die Schattenaspekte. Ja, und dann ist dann tatsächlich am 18. Januar bereits der Vollmond im Januar, wo wir natürlich hier die Sonne noch beim Pluto haben, mit dem Mond im Krebs gegenüber. Sicherlich hier dann Mitte Januar so ein Punkt, wo man so ein bisschen realisiert, das Leben geht weiter. Es sind weiteren Härten auch da. Missverständnisse, Schattenthemen werden die ausgelöst. Im besten Falle kann man Licht in Schatten bringen. Die Menschen mit Mond im Krebs sehr emotional, sehr darauf bedacht, emotionale Sicherheit zu erlangen, was ja manche mit materieller Sicherheit verwechseln. Ne, vielleicht auch so ein bisschen gewisses, auch 2022 so ein gewisser stärkerer Zug auch ins Cocooning, also in dieses so, sich so de, in das Private, so ins häuslich Private, familiäre so zurückzuziehen. An dem Tag wird Uranus im Stier auch rückläufig. Also auch hier endet dann erstmal der Fortschritt des Uranus für die nächsten Monate. Und an dem Tag wechselt dann auch die Mondknotenachse, also die wahre Mondknotenachse, wechselt dann auch vom Zwilling in den Stier. Über den Wechsel der Mondknotenachse habe ich, glaube ich, auch im Jahreshoroskop einiges gesagt. Die Mondknotenachse bewegt sich ja rückwärts durch den Tierkreis. Also die wechselt vom Zwilling in den Stier und dann in den Widder. Im Gegensatz zu den anderen Planeten, es sei denn, diese sind rückläufig. Die Mondknotenachse ergibt sich aus den Schnittebenen von Sonne, Mond und Erde, verbindet also karmisch hier auch Sonne, Mond und Erdgeschehnisse und hat daher vor allem karmische Verbindungen, die sich oft zeigt durch Verknüpfung mit Menschen oder Ereignissen. Oftmals ist es nicht so, dass die Mondknotenachse etwas auslöst oder anzeigt, sondern eher ein dahinterstehendes karmisches Geschehen symbolisiert. Ja, und mit dem Nordknoten dann im Stier und dem Südknoten im Skorpion geht es dann in den nächsten 1,5 Jahren. Der Umlauf der Mondknotenachse dauert circa 19 Jahre. Das heißt, alle 1,5 Jahre wechselt sie das Zeichen. Und mit der Ausrichtung auf Stier und Skorpion geht es nochmal mehr um Werte. Es geht auch ums Festhalten und Loslassen. Es geht um eine stärkere Verbindung zur Natur, zum Natürlichen, den natürlichen Rhythmus zu finden und sich dabei von irgendwelchen Aberglauben und Fantasien zu verabschieden, so wie ich ja oft in Videos eben über natürliche Rhythmik spreche, sich wieder mehr mit der Erde zu verbinden. Für mich ein durchaus positiver Aspekt, auch was eben Naturschutz, Schutz der Tiere, Schutz der Erde anbelangt, weil das wird ja das große Thema der nächsten Jahre und Jahrzehnte für uns alle sein, ob wir das nun wollen oder nicht. Also da Mitte Januar einiges los.
Kurz danach dann, habe ich genug über den Vollmond gesprochen? Ja. Kurz danach dann, der Wechsel der Sonne in den Wassermann, dieses Jahr am 20. Januar. Das variiert ja immer so ein bisschen, weil wir ja kalendarisch alle 4 Jahre einen Schalttag einführen. Ne? Verwechselt kann das mal, kann das sein, dass der eine Mensch am 19. Schon im Wassermann ist, der andere ist am 21. Dieses Jahr am 20. beginnt die Wassermannzahl, das Zeichen Wassermann ja hier mit dem rückläufigen Merkur und Saturn besetzt. Ne? Die Zeit des Wassermanns ist ja immer die Tiefe des Winters, wo aber allerdings die Lichtkraft schon zunimmt, sind die einige Lichtfeste im Wassermann, ne, wo es aber auch um das geistige Licht geht, wo es um Klarheit, um Freiheit, um Individualität geht. Diese Bereiche sind dann angesprochen und dort wird dann die Sonne in den darauffolgenden Tagen und der rückläufige Merkur, die werden sich begegnen am 23.01. sicherlich ein Tag, wo man klare auch hier im Trigon dann zur Mondknotenachse, zum gewechselten Mondknotenachse und einige andere interessante Aspekte. Ein Tag, wo wir sicherlich sehr viel Klarheit gewinnen können, auch über tiefer liegende oder verdrehte Gedankenmuster und Kommunikation. Ja, dann haben wir am 24. haben wir dann Zeichenwechsel. Mars hat den Schützen durchquert und wechselt zur Venus in den Steinbock. Wie wir in den kommenden Wochen und Monaten noch sehen werden, werden sich rückläufige Venus und Mars im Steinbock relativ lange aufhalten bis in den März und auch beide sehr eng beieinander stehen. Also da beginnt auch in der Phase, beginnt dann auch ein neuer Beziehungszyklus, der sich hier schon andeutet, der viel mehr von Dauerhaftigkeit, von Ernsthaftigkeit, von Pflichtbewusstsein, von Verantwortung geprägt ist. Dazu aber in späteren Videos im nächsten Jahr sicherlich noch sehr viel mehr. Ja, am 26. Januar wechselt dann der rückläufige Merkur, wie ich auch schon erwähnt hatte, zurück in den Steinbock, um dann am 29. auf Pluto zu treffen. Hier dann also 29. dann einen Tag drauf, dann wird Venus direktläufig, also in diesen End-Januar-Tagen sicherlich die Möglichkeit, nochmal auf alte Geschichten zu schauen, Dinge zu klären auch, Zerwürfnisse vielleicht aus dem Weg zu räumen oder im Negativen sie zu vertiefen. Ja, dann wird Venus endlich wieder vorläufig am 29. steht natürlich dann noch ein paar Tage. Das wird sicherlich erst Anfang Februar, bewegt sie sich dann wieder so richtig. Dann ist diese Phase auch wieder für 2 Jahre vorbei. Am 30. haben wir dann die Sonne aus dem Wassermann im Quadrat zum Wassermannherrscher Uranus. Ein unruhiger Tag. Es geht ja auch schon wieder auf den nächsten Neumond zu. Ne? Wir sehen, der Mond ist ja dicht bei der Sonne. Unruhiger Tag, könnte man sagen. Ja, und dann, eigentlich schon im nächsten Monat liegend, aber ich spreche schon mal an, ist dann am 1. Februar bereits wieder Neumond. Und den möchte ich hier auch kurz zeigen schon mal, weil es halt der 1. Februar ist. Hier haben wir ihn, der Neumond, ganz dicht beim Saturn, im Wassermann, im Quadrat natürlich zu Uranus. Dieser Neumond Anfang Februar, am 1. Februar, wird dann sicherlich nochmal das Saturn-Uranus-Quadrat aktivieren. Und zwar beide, sowohl den Wassermann, also Freiheit, aber auch Saturn-Einschränkungen, auch Uranus, die Revolte gegen das eine oder das andere. Hier ist nochmal eine starke Spannungsenergie zu finden. Merkur, quasi stationär beim Pluto, Mars in den Steinbock eingetreten, ne, alle Planeten hier in enger Verbindung, ne, also Lilith ist ja kein Planet, sondern ist ja ein Schnittpunkt, ein Punkt der Mondbahn, die Mondknotenachse ist auch kein Planet, nicht sichtbar, also alle Planeten hier von Mars 5 Grad Steinbock bis Uranus 11 Grad Stier, also alle innerhalb von 130 Grad, alle Planeten, da sehen wir schon eine gewisse Dichte. Auch hier werden schon mal die ersten Geschichten dann für die künftigen Ereignisse geprägt. Soweit meine Übersicht über die Jahreswende und den Januar 2022. Nochmal möchte ich mich bei euch allen bedanken für diejenigen, die mich hier unterstützt haben, indem sie die Videos schauen, tolle Kommentare schreiben, hier und da was spenden, freue ich mich immer sehr drüber. Aber wie gesagt, meine Arbeit ist
kostenfrei und werbefrei. Niemand braucht ein schlechtes Gefühl zu haben, wenn er sich das einfach anschaut. Dafür mache ich das schließlich. Aber wer mich halt unterstützt, da freue ich mich auch drüber. Im Anbetracht der Lage irgendwie wünsche ich uns keinen guten Rutsch, sondern ich wünsche uns allen einen sanften, friedvollen Übergang ins neue Jahr. Vielleicht machen wir es dieses Jahr ein bisschen anders, weniger trubelig, vielleicht mehr mit uns und unseren Lieben, bei uns bleibend. So und eben auch schon mal positive Gedanken denken. Wir sind ja jetzt noch in den rauen Nächten, wir sind in der Übergang zwischen den Jahren. Das ist eine ganz wichtige, eine ganz geistige Zeit, in der wir teilweise wirklich schon so den Weg beschreiten, den Weg geistig vorbereiten, den wir dann beschreiten. Und diese Tage sollten wir nutzen, wirklich sehr zu schauen, was passiert gerade in unserem Leben, was passiert in mir, so mit welchen Gefühlen und Themen bin ich konfrontiert und eben die Techniken und Möglichkeiten, die wir ja alle mehr oder weniger zur Verfügung haben oder die sich ja auch dann finden lassen im Internet, zu nutzen einfach, um uns und das Leben anderer positiver zu gestalten, friedfertiger zu gestalten. Also wenn ich mir eins fürs Jahr 2022 wünsche, neben natürlich einigen persönlichen Dingen und dass Corona aufhört, wünsche ich mir, dass wir wieder mehr zueinander finden, ne, dass wir erkennen, dass wir doch alle in einem Boot sitzen, als Menschheit, aber auch als Deutsche. Und dass wir da einen guten Weg finden, miteinander umzugehen und dass wir für das vielleicht irgendwie ab und zu mal Liebe und Mitgefühl stärker sind als Gier und Hass. Soweit mein Wort heute zum Sonntag. Vielen Dank, dass ihr da dran geblieben seid. Das nächste Tageshoroskop im Regulär ist geplant für Montag, den 3. Januar. Die nächsten Tage nehme ich mir nochmal Auszeit und versuche das auch umzusetzen, was ich predige. Practice what you preach. Und ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.